Hallo. Oh Gott. Mit dem schönen Hochhaus im Hintergrund. Herzlich willkommen im blühenden Barock in Ludwigsburg. Das war jetzt gerade schon witzig. Wir wollten ja eigentlich nur in den Schlossgarten, bis wir gemerkt haben, dass man zahlen muss. Aber wir dürfen auch in den Märchengarten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist Kindertraum hier. Da war ich früher immer mit meinen Großeltern und wollte schon immer mit Jonas herkommen, weil der noch nie hier war. Und jetzt machen wir das spontan. Freue mich, auch wenn es brutal heiß ist. Let's go. Ha, was kann man da? Hallo? Da kann man irgendwas. Was schauen, sagt der Touri-Guide? Hier geht's zum Märchengarten. Solltet ihr noch nie in Ludwigsburg beim Schloss gewesen sein, dann ist das auf jeden Fall ein Must-Have für euch jetzt. Weil, wie haben wir gelernt? Was ist es nochmal? Das älteste, größte, original erhaltene Barockbauwerk in Europa. Jonas ist total begeistert von Blumen. Jonas, bist du bereit für den Märchengarten? Ich hoffe, dass der Wolf ihn nicht frisst. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Wahrscheinlich mit 8 oder so. Deine Hand ist zu groß. Oh, schon enttäuscht. Mach nochmal, geh drüber. Oh Gott. Kein Wunder, hatte ich hier Angst. Sesam, öffne dich! Schrei. Das hat funktioniert. Ach, das war's. Gib mir mal ein Zwischenfeedback. Ich glaube, wenn wir Kinder hätten, würde es echt Spaß machen. Schon, oder? Das ist ein Paradies. Jetzt musst du rufen. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Juhu! Bitte. Hey. Hab ich. Scheiße. Theresa hat einen Goldtaler bekommen. Aus dem Esel. Das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Mit dem schönen Hochhaus im Hintergrund. Träumchen. Adventure-Teil geht weiter. Ach, ist das diese Fotobank? Tragen.